Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, ich bin's wieder Andreas von Purklang, heute wieder aus dem Wald. Ist ein bisschen windig hier, ich hoffe, dass man mich trotzdem einigermaßen gut verstehen kann. Heute will ich euch eine Rahmentrommel vorstellen. Ihr wisst ja, dass ich in der Indianerflöten baue. Und jetzt wollte ich schon lang mal eine Rahmentrommel dazu anbieten. Und es gibt ja viele Rahmentrommeln auf dem Markt. Und früher habe ich selber welche gebaut, die Kreisrunden. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte irgendwas, wo sich ein bisschen abhebt von der Masse, was man so zum Kaufen kriegt. Und jetzt habe ich eine gefunden und die hat eine Form wie eine Sonne. Es ist eine sibirische Bauform, die von der Marke Terre vertrieben wird. Und die habe ich jetzt in mein Programm mit aufgenommen. Und was mir da gefällt, es ist ein Komplettset, die aus Tasche besteht, Schlägel, also Trommelschlägel und der Rahmentrommel selber natürlich. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist eine Nylontasche hier, wunderschöne Nylontasche. Die hat hinten vom Umhängegurt und oben ein Tragegurt. Und dann hat sie vorne hier eben ein ziemlich großes Fach, wo verschiedene Sachen reingeben könnt. Auch kleine Shaker oder kleine Flöten gehen vielleicht auch noch rein, nicht allzu groß. Oder kleine so Ocarinas zum Beispiel kann man reingeben. Und was jetzt hier drin ist, ist dieser Schlägel. Und der sieht sehr außergewöhnlich aus. Kein gerader Schlägel, der hat so eine S-Form. Und dadurch fasst sich der ziemlich gut an und das Gewicht ist schön verteilt, dass man mit dem Schlägel wirklich gut spielen kann. Oben ist er mit Ziegenfell, wie ihr seht. Ziegenfell drauf gemacht, also passt wunderbar zu der Trommel selber. Und wie gesagt, es ist eine sibirische Bauform. Und wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, das ist die Rahmentrommel. Und ich finde die super schön, weil es ein bisschen wie eine Sonne aussieht oder wie eine Blume aussieht, was immer man drin sehen möchte. Und von der hinten, von der Rückseite, ist sie nicht komplett geflochten, sondern sie hat in der Mitte so ein Y-förmiges Aststück, wo eingearbeitet wird und das fasst sich ziemlich gut an und kann die also sehr gut greifen. Die Trommel selber ist mit Ziegenfell bespannt, hat einen wunderschönen Klang und wie gesagt eine Größe, habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, eine Größe von 57 bis 58 cm und die gibt's bei mir dann auch nur in dieser Größe, weil ich jetzt nicht jede Menge Trommeln verkaufen will. Ich will nur zusätzlich eine Trommel haben, die ich eben zu meinen Flöten dazu mit anbieten kann und eine, die sich einfach ein bisschen abhebt. Und deswegen habe ich mich für diese Trommel entschieden. Und alle Infos zu dieser Trommel findet ihr natürlich auf www.purklang.de, auch den Preis dazu und alles, könnt alles dort nachschauen. So, jetzt zeige ich euch, wie diese Rahmentrommel klingt. Erstmal werde ich sie alleine spielen und dann in Verbindung mit einer meiner Flöten. Welche habe ich dabei? Ich habe die E-Flöte dabei, eine Bassflöte, E-Flöte mit 432 Hertz. Und die werde ich dann zu dieser Rahmentrommel mit dazu spielen. Also, viel Spaß dabei.